Wir haben nicht viele einfache Fälle. Es sind schon schwere Verläufe, das sind viele Neugeborene. Die Arbeit ist schon sehr intensiv und wir leisten schon recht viel. Bist du stolz? Ja, klar. Auf so eine Arbeit kann man nur stolz sein. Die höchste und oberste Priorität hat die Patientenversorgung. Aber wir versuchen, so viel wie möglich auch die Eltern mit einzubeziehen, ihnen zu erklären, mit ihnen zu sprechen. Das ist uns wichtig. Und auch wenn wir halt irgendwie statt einer halben Stunde nur 10 Minuten Pause machen. Es ist schon ziemlich hart, also da braucht man sich nichts vormachen. Aber die Kinder kriegen Lebensqualität, eine Perspektive, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und es gibt nichts Schöneres. Es ist ein tolles Team, was wir hier haben, das stärkt uns auch und das passt halt. Sonst würde man es nicht 21 Jahre lang auf einer Station aushalten.